Allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück bei den Backyard Games Kids vs. Dads. Pickup Game heißt die heutige Herausforderung. 3-Stern-Spiel. Wir sollen passend dazu 3 Touchdowns im Spiel scoren. Wir kriegen einen Bonus, wenn wir für mindestens 100 Rushing Yards sorgen und wenn wir 3 Pässe an den Mann bringen. Wir wissen ja noch eins: Pässe an den Mann bringen bei den Kids ist schwierig. Wir haben ein 0-0, sind im vierten Quarter 10 Minuten zu spielen. So, ja, den stellen wir mal nicht auf aggressiv. Ich glaube, da sind wir mal ganz, ganz vorsichtig mit. Wir gehen erstmal in einen Pass. Versuchen hier die Pass-Conversion zu erzielen. Und da wissen wir ja mittlerweile, was da sinnvoll ist. So, Schreiber auf einer In-Route. Und auch Brucey, den schicken wir auf eine Slant-Route. Und los geht's. Das ist ein Incomplete Pass. Ja, bei denen musst du echt diese Sicherheits Catche machen, die Possession Catches. Sonst ist das alles zu riskant. So, auch hier jetzt wieder die Umstellung per Hot Route. Das ist ein Catch. Sehr schönes Play. Der Ball ist an der 33-Yard-Linie. Wir haben unsere erste Completion. Jetzt brauchen wir aber auch einen First Down. Wir gehen wieder in die Four Verticals hinein. Achtmal auf Brucey. Das ist ein Sack. Da sahen wir nicht gut aus. 4. und 14 heißt es damit. Den wir ausspielen müssen. Müssen wir gar nicht drüber reden, aber wir wissen ja, wo wir unsere Stärken haben, wo wir unsere Schwächen haben. Und wir laufen über die Außen. So, wir schicken Simon über die... Hallo! Simon lässt sich nicht rüberziehen auf die andere Seite. Gut, das braucht Simon auch nicht. First down, wir laufen ins Aus. Da haben wir unsere ersten Rushing Yards. First and goal sogar. Oh ja, wir sind natürlich nah an der Endzone heran. So, wir gehen wieder auf die Pässe. Das muss hier besser laufen. Schreiber auf einer In. Brucey auf einer Slant Route. Das ist die nächste Completion, die zweite. Eine brauchen wir noch. Aus dem Grund machen wir den gleichen Spaß noch einmal. Jetzt schicken wir beide mal auf eine Slant Route. Incomplete Pass. So, third and goal. Da müssen wir jetzt weggehen vom Pass. Wir laufen. Barry, der Running Back, bekommt den Ball, hat da ein paar schöne Blocks. Kommt aber nicht in die Endzone. An der 13-Yard-Linie ist Schluss. Und jetzt haben wir ein 4th and Goal. Jetzt wird die ganze Sache hier natürlich richtig spannend. Ein Counterplay. Über die linke Seite. Wir brauchen den Touchdown und wir haben den Touchdown. Ganz wichtig, dieser Score, den wir hier erzielt haben. Kicker haben wir gar nicht. Gnadenlos, direkt Two-Point-Conversion. Und das sind die nächsten Punkte. 9-0 der Spielstand. Interessant, was es hier für Punkte gibt. Für den Touchdown habe ich 7 Punkte bekommen. Konnte aber sogar noch eine Two-Point-Conversion ausführen. Das ist schon spannend. Oh, wir sehen keinen Kick-Off.
gehen wir per Audible in einen Zero Blitz hinein. Aber das misslingt. Gelingt tut der Tackle, Ball ist an der 43, ja, den wir blitzen hier gnadenlos weiter. 2018, wir werden uns hier auch sehr beeilen müssen. Wieder eine Completion, momentan bin ich nicht in der Lage, viel Druck auszuüben. Wir blitzen jetzt mit unseren Linebackern, 3. und 14. So, da ist der Drive gestoppt, aber hier wird ja nicht gepuntet, hier wird weiter ausgespielt. Das heißt, wir müssen auch hier blitzen, wieder mit den Linebackern, 4. und 17. Oh, das ist ein First Down, das gibt's ja gar nicht, Riesenplay. Damit geht der Drive weiter und das ist natürlich echt mies. Das ist das Blödeste, was uns passieren konnte. Edge Blitz 1. First and Goal an der 24. Das hätte ich mir eben gewünscht, so einen Sack. Second and Goal. Wir blitzen weiter, diesmal mit dem Overstorm Brave. Ball an der 33 Jahre. Schlimme ist die Zeit, die hier runterläuft. Die Zeit ist die Katastrophe. Endlich mal eine Incompletion Goal. Aber wir wissen ja, wie gesagt, hier zählen alle vier Versuche. Das ist der nächste Sack. Das ist ein Fumble. Ball ist an der 40 Yard Linie. Ah, dieser Drive hier, der kostet unvorstellbar viel Zeit. Und wie gesagt, Zeit ist genau das, was wir hier nicht haben. Der blitzt mit dem Safety. Das ist ein Turnover on Downs. Damit haben wir den Ball an der 32-Yard-Linie. So. Ich glaube, wir brauchen noch eine Pass Completion. Dementsprechend schicken wir unsere beiden äußeren Wide Receiver wieder per Audible auf Slant Routes. Der ist überworfen. Oh, High Pass sogar. Entschuldigung, das war fies. Den können meine Kleinen natürlich nicht kriegen. So, Brucey auch wieder auf eine In-Route. Ich will jetzt sehen, dass wir hier endlich diese fehlenden Completions haben. Und das ist die nächste Incompletion. Oh Mann. Jetzt müssen wir leider Gottes laufen. 3. und 25. Wir brauchen erstmal einen First Down. Bleiben wir wieder bei dem Counterplay. Erstmal nur das First Down. Das ist das Wichtige. 25 Yards müssen wir gehen. Simon hat die Lücke und das ist das neue First Down. Wir gehen ins Aus. Wie viele Yards haben wir denn schon? 61. So, jetzt geht's wieder in den Pass. Wir warten ja immer noch auf unsere letzte Completion. So, wir gehen wieder auf die Hot Routes. Schreiber auf einer In. Brucey auf einer Slant. Der Ball geht rüber und der ist unvollständig. Ach, ist das ärgerlich. Mann. Wir sollten, glaube ich, eher mal mit In-Routes nur arbeiten. Und los geht's. So, da haben wir unseren Catch. Wir haben die drei Pässe vervollständigt. Jetzt muss ich aber dummerweise wieder laufen. Wieder der Counterplay. Wir dürfen keinen Touchdown erzielen. Da müssen wir jetzt unbedingt dran denken.
Der Running Back kommt durch. Schöner Move. Ja. Oh, gar nicht wahr. Ich habe ja noch 18 Yards vor der Brust. Wir haben die drei Pässe. Verdammt, da hätte ich eben jetzt sogar durchlaufen können. So, nochmal wieder ein Laufspiel. Wir brauchen den zweiten Touchdown. Da ging mal gar nichts. Wir sind in der Red Zone. Die blitzen jetzt gerade hier mit allem, was sie zur Verfügung haben. Was nicht besonders viel ist, denn das ist der zweite Touchdown. So. Wieder der Versuch. Mangels Optionen der Two-Point-Conversion. Und die scheitert aber. So steht es jetzt hier 16:0. Uns fehlen noch 5 Rushing Yards. Die 100 Yards war noch nur der Boni, oder? Ich meine ja. Ich glaube ja. So. Erster Versuch und 10. Die Dads sind wieder im Ballbesitz. Vollständiger Pass. Damit läuft die Uhr weiter. Nix. Ohne Druck auf den Quarterback werden wir hier komplett filetiert. Wir nähern uns dem 2-Minute-Warning. Mutter, Seelen allein, der Ball kommt an, der Receiver geht ins Aus, hält damit sogar die Uhr an. First and goal. Gehen in eine Cover 4 Drop, gehen aber per Audible in einen Pass, blitzen mit dem Under Smoke. Letztes Play vor dem 2-Minute Warning. Und das ist ein Sack und jetzt sind wir in den letzten 2 Minuten der Partie. Second and goal. Ich glaube, mit dieser Aufstellung in Verbindung mit einem Blitz, da kamen sie gerade überhaupt nicht klar. Zero Blitz, wir bleiben aggressiv. Und das ist gleich der nächste und das ist ein Fumble. So, ich laufe jetzt bewusst erst nochmal ins Ausnehmen. Wir müssen ja noch ein paar Rushing Yards erzielen. Haben dazu aber jetzt natürlich alle Möglichkeiten. Ein Lauf von der 22-Yard-Linie. Boah, knallharter Tackle. Die Dads nehmen ein Timeout. In Arrowhead. Ich liebe diese Anzeigentafel. So, Second and Barry. Der ist unterwegs, immer noch unterwegs. Zeigt doch gerne an, wo er einen Block gehabt hätte, aber da kommt keiner. Oh, jetzt wird's spannend hier. Wir haben ein Third and Goal. Was haben wir denn hier? Ich gehe mal in den Play-Typ hinein. Denn ein Counterplay wäre mir schon am liebsten. Wir brauchen einen Touchdown. Barry ist unterwegs. Ja, und das ist der dritte Touchdown. So, da haben wir doch die Challenge erledigt. Müssten alle Bonus-Goals haben. 1, 2, 3. Stern Nummer 4 und Stern Nummer 5. Maximum Stars. Also alles geholt, was es zu holen gab. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.